Na, ist doch schon mal immerhin etwas. Muss das mal ein bisschen zur Seite schieben. So. Promotion Software. Hört sich, wie gesagt, vielversprechend an. Oh. Ah, Musik sollte passen. Sauber. Ist das der Jeff? Ach, das ist bestimmt irgend so ein komisches Spiel, wo einem das Internet oder sowas erklärt wird. Keine Ahnung, ich starte mal den Timer. Oder irgendwas. Ja. Ich drück mal Enter. Ausrufezeichen. Ja, was möchtest du mir mitteilen? Kann ich da mit der Maus drauf drücken? Doch, das ist meine Maus. Ah, okay. Ich bin ja nie so sicher, ob die auch so Mausunterstützung und sowas haben. Die Sache ist nur, es wird irgendwie nichts angezeigt. Die Musik ist toll. Da ist was. Und wer bist du? Ha, ich hab's, ich hab's. Aber was hast du? Donner, um diese Zeit? Hast du sie nicht mehr alle? Im Gegenteil, ich hab's. Was hast du denn? Nicht mehr alle Tassen im Schrank? Einen an der Waffel? Schnickschnack, ich habe das tollste Computerprogramm aller Zeiten programmiert. Na, da gratuliere ich aber. Darf ich mich dann jetzt hinlegen? Banause, mit Hilfe dieses Programms wird dein Hewlett-Packard-Scanner. Was? Werden wir uns jetzt das Innere deines Computers ansehen? Verlockend, verlockend, wovon träumst du eigentlich nachts? Wieso ist der so abweisend? Pah, du wirst ja sehen. Die Texte sind ziemlich flott. Du müsstest übrigens dringend mal deine Config-Sys aufräumen. Sag du mir nicht, was ich zu tun und zu lassen habe. Gleich geht's los. Oh Mann, bin ich aufgeregt. Gen, ja, gleich werden wir uns durch das Innere meines Rechners bewegen. Ich kann's kaum erwarten. Ach so, ist ein PC erklärt. Oh, guckt euch das mal an. Die werden jetzt hier gescannt und dann kommen sie wahrscheinlich in den Computer. Ja. Ah, Donner, was ist das? Oh Gott. Ach, das ist jetzt schon toll. Ach Gott, großartig. Es funktioniert, ich bin ein Genie. Ach, wir sind in meinem Computer gestrandet. Ja, sieht nach Point and Click aus. Aber wenn es ein gutes Point and Click ist, ist doch cool. Waschbecken. Aber bisher kann ich nicht so wirklich Point and Clicken. Also, so mit. Da, ach, hier. Tempo, Hilfe, Hilfe. Geschwindigkeitsoptimierung, Credit. Was mit Geschwindigkeitsoptimierung? Oh Gott. Ja, ist gut, gehen wir besser wieder zurück. Was haben wir mit Tempo? Grafik. Grafikgeschwindigkeit. Wir lassen es erstmal alles so. Hier ist aber, ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass hier irgendwie ein Menü ist, dass man hier irgendwie was. Oh, guck, das ist ja cool. Man kann das mit Rechtsklick machen und dann kann man sich die Sachen aussuchen. Ich sehe nichts Besonderes. Was soll ich damit machen? Wenn man Linksklick macht, läuft man also immer hin und mit Rechtsklick kann man dann hier interagieren. Die klügste und schönste Frau der Welt. Was soll ich denn damit machen? Nun, Donna? Ja, Jeff? Gemütlich hier, was? Ungemütlich hier, was? Hast du eine Ahnung, wie es hier jetzt weitergehen soll? Bis später. Ist doch ziemlich gemütlich hier. Also unter gemütlich stelle ich mir einen dicken Sessel und ein Kaminfeuer vor. Also eher ungemütlich, oder wie? Du bist mir eine Romantikerin und sowas programmiert die ganze Zeit. Sessel und Kaminfeuer? Hier gibt's nur Speicherplätze und Prozessorwärme. Ja, hier gibt's nur Speicherplätze und Prozessorwärme. Wobei ich sagen muss, also das hast du jetzt aber schön gesagt, dass ich weiß gar nicht, ob es so viel bringt, dass sie das nochmal kurz anzeigen. Also im Grunde, es wäre besser wahrscheinlich, wenn sie das einfach akzeptieren würden, wenn man das hier nimmt und dann direkt eine Reaktion kommt.
Ja, in mir steckt ein echter Poet. Ach, vielen Dank für das Kompliment. Ich hab's verdient. Man tut, was man kann. Bis später. Hier, ich hab's verdient. Hey. Ja, ist doch immer schön. Andererseits, so schön war es ja nun auch wieder nicht. Natürlich, erstmal alles relativieren. Das darfst du jetzt aber nicht sagen. Deine Kritik trifft mich unsäglich hart. Ich wusste es. In Wirklichkeit verachtest du mich. Was? Nein, das trifft mich jetzt schon hart, die Kritik. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Jetzt brech doch nicht gleich völlig zusammen. Benimm dich wie ein Mann. Heißt das, ich soll dir eine Tracht Prügel verabreichen, damit klar ist, wer hier die Hosen anhat? Heißt das, ich soll mit ganz cool... Was? Ich soll mit ganz cool einen Lolli in den Mundwinkel schieben und entzückend Baby sagen? Heißt das, ich soll jetzt anfangen, wild mit dir herumzuflirten? Bis später. Was ist das für ein Spiel? Das... Der war mir schon gleich zu Beginn so ein bisschen suspekt und jetzt auf einmal hier... Ja gut, weiß ich nicht. Hier ist aber auch schlagkräftig. Also je nachdem, da kommt sicher was Anständiges auch zurück. Ja, komm, machen wir das mal. So schön, wie er seinen Mund bewegt. Was verstehst du eigentlich unter sich wie ein Mann benehmen? Wahrscheinlich wäre das immer das Gleiche gekommen. Man muss hart sein und cool und immer lässig, aber im Grunde doch irgendwie verletzlich. Sag mal, wie sind wir eigentlich auf dieses Thema gekommen? Und du? Benimmst du dich etwa wie eine Frau? So, da hast du's. Erstmal zurückgeben. Und ob, typischerweise bin ich ein technisches Genie, zeitgerichtet und handwerklich äußerst leistungsfähig. Tja, fertig gemacht. Hast du was dagegen? Wer ich? Ich doch nicht. Ist doch besser so, sonst noch was? Hat mich wer gerufen, hab hart, cool und lässig gehört. Klario. Oh. Soll nicht rufen? Oh, sehr schön. Was hat es eigentlich mit diesem Fotografen hier auf sich? Wer ist das da? Der Maler. Der Typ sieht aus wie ein waschechter Fotograf. Was soll ich damit machen? Red mal mit ihm. Hallo, darf ich kurz mal stören? Klar doch, tritt rück näher, was kann ich für dich tun? Ich möchte gerne wissen, wer Sie sind. Ich möchte gerne wissen, was Sie hier tun. Ich möchte gerne wissen, wo ich hier eigentlich bin. Nein, wer sind Sie überhaupt? Dich kenne ich gar nicht. Was machen Sie hier? Kein Problem, ich bin der Fotograf. Was fotografieren Sie so? Ach so, und wie machen Sie das? Danke für diese präzise Antwort. Und nun zur nächsten Frage. Okay, das reicht mir als Info. Ich gehe da mal wieder. Ja, und wie machen Sie das? Ach, die sind im Scanner drin, oder? Nun ja, wie man eben ein Foto macht. Ich habe hier diesen Fotoapparat und mit dem fotografiere ich. Oh, das habe ich vergessen. Ich wollte eigentlich auch einen Fotoapparat mit hier reinnehmen. Kann ich Ihren haben? Tut mir furchtbar leid, aber den brauche ich selber. Sitzt da jetzt wirklich jemand in meinem Scanner drin und macht da Fotos, wenn ich was scanne? Sehr suspekt. Na schön, dann eben nicht. Dafür habe ich aber noch eine Frage. Also, sowas von geizig. Gut, ich mach dann mal einfach weiter. Bye, bye. Ja, sowas von geizig. Na, aber nicht in diesem Ton, bitte. Jetzt seien Sie aber bloß nicht so spießig, Mann. Lern du erstmal, wie man sich benimmt. Bis dahin. Oh. Tschüss. Tschüss. Aber wir haben es uns jetzt mit dem versaut. Können wir nochmal reden? Hallo, darf ich kurz mal stören? Nicht Sie schon wieder. Klar doch, tritt rück näher. Was kann ich für dich tun? Was machen Sie hier? Nun, kurz gesagt, ich fotografiere. Ich bin ja auch der Fotograf. Sehr kurz. Zu kurz. Erzählen Sie ein bisschen mehr darüber. Bitte.
Du interessierst dich für solche Sachen, die im Computer oder im Scanner vor sich gehen? Logisch, immer. Also wenn jemand, sagen wir mal, ein Bild einscannen will, legt er es in den Scanner ein. Soweit so klar. Dann fotografiere ich es von hier aus. Blitz! Ich kann Ihnen noch folgen. Dann ziehe ich das fertige Foto aus meiner Sofortbildkamera raus und gebe es weiter an den Maler, der daraus ein richtig tolles Gemälde macht. Und wie weiter? Das geht dann als Grafikdatei ins RAM oder direkt an den Drucker. Das funktioniert bestimmt nicht so. Tolle Sache, danke für die Info. Ich muss jetzt leider wieder gehen. Das klingt ja furchtbar umständlich und öde. Ihr habt hier wohl was gegen Fun. Schon wieder was gelernt, aber ich habe noch eine Frage. Ja, ihr habt wohl was gegen Spaß hier. Oh, richtig aufmüpfig. Na, ach, das kommt wieder. Jetzt kommt der, ich bin etwas verärgert, Fahrt. Wieso muss der das eigentlich fotografieren und der muss das malen? Das ist ein Künstler, sieht man doch auf den ersten Blick. Tag? Tag? Wo bin ich hier? Wer sind Sie? Was tun Sie hier eigentlich? Na, wo bin ich hier? Du befindest dich mitten im Hewlett-Packard-Scanner. Ich habe mir einen Scanner immer ganz anders vorgestellt. Aha, und was kann man hier so anstellen? Danke für die Info, ich hätte aber noch ein paar andere Fragen. Ich habe mir einen Scanner immer anders vorgestellt. Ehrlich? Und wie denn bitte? Irgendwie ohne Leute drinne. Irgendwie technischer, Automatik, Mechanik, Sie wissen schon. Ja, eher ohne Leute drinne. Ehrlich? Und wie denn bitte? Ja, so. Das denken Sie alle. Die Leute lassen sich von einem kleinen Surren oder Brummen so leicht ablenken. So, ihr surrt und brummt also, während ihr euch hier aufhaltet, oder wie? Nicht doch, das Surren übernimmt so ein kleines Gerät hier drin, der Summomat. Oh Gott, der Summomat. Ah, genug geschwatzt, ich lasse mich doch nicht verkohlen. Interessant, aber eigentlich wollte ich Sie noch ein paar andere Fragen fragen. Erzählen Sie mehr über den Summ-Dingsbums. Ja, ich hätte gern auch mehr Infos über das Summ-Dingsbums. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Man schaltet ihn ein und er summt. Klingt so, als ob Strom fließen würde. Irgendwie elektrisch. Wo ist er denn, der Summ-Oma? Summomat, der liegt irgendwo hier rum. Eigentlich brauchen wir ihn ja gar nicht. Ich habe da aber noch ein paar andere Fragen. Ja, der Summomat C. Ich habe das C einfach unterschlagen. Was tun Sie hier den ganzen Tag lang? Naja, ich male. Interessierst du dich wirklich für meine Tätigkeit? Und ob? Eigentlich weniger. Aber eine andere Frage habe ich. Klingt ja schon interessant, aber ich muss mich jetzt wieder auf den Weg machen. Und ob? Also die Sache hier funktioniert so, ein User, also ein Computerbenutzer, so einer wie ich? Ja, schon, sag mal, wie kommst du eigentlich? Das ist doch jetzt egal, erzählen Sie einfach weiter. Gut, okay, wo war ich? Ah ja, also jemand will etwas einscannen, ein Farbbild zum Beispiel. Und? Er legt das Bild in den Scanner ein, mein Kollege, der Fotograf, fotografiert es. Und ich male dann von dem Foto ein farbechtes Supergemälde ab. Und das schicke ich dann weiter ins RAM oder zum Drucker. Ehrlich gesagt, das klingt für mich wie das Gestammel von einem total Ausgeflippten. Toll, jetzt noch eine andere Frage. Danke für die Info, ich ziehe dann mal weiter. Hier. Das ist doch voll crazy. Na komm schon, ein bisschen höflicher bitte. Mimose.
Wie du willst, wenn du immer so mit deinem Gegenüber sprichst, wirst du allerdings bald in arge Schwierigkeiten geraten. Sollte mich diese Warnung jetzt vielleicht betroffen machen? Ist das Belichter? Mensch, eine rote 5024 XD3 mit integriertem Weitwinkel. Oh, das ist doch nur irgend so ein alter Fotoapparat. Oh. Der Lautsprecher. Das Ding dröhnt ziemlich laut. Also ein leiser Sprecher ist es nicht. Haha. Der leise Sprecher. Ich sehe nichts Besonderes. Ich sehe nichts Besonderes. Was soll ich damit machen? Vielleicht mal aufmachen? Das Radio vielleicht mal anmachen? Die vielen Bilder, die hier drinnen machen, ganz schön was her. Ja, kannst du auch nicht nehmen. Da ist der Sumomat. Was auch immer wir mit dem Sumomat machen müssen. Ich hab das Ding. Das Ding summt und schnarrt vor sich hin. Es summt und brummt, aber nichts passiert. Was können wir jetzt mit irgendwas verwenden? Sonst gibt's hier, glaube ich, in dem Bereich nichts mehr. Also, dann geht's einmal zum Arbeitsspeicher und einmal zum Drucker. Kann ich Donner das geben? Ich glaube, Donner möchte es nicht haben. Unglaublich flüssige Animation. Ja, großartig. Wir gehen mal zum Drucker. Oh, guck mal, Donner kommt auch mit. Donnerwetter, der musste jetzt sein. Ja, das war da unten, das hab's auch gesehen. Typen. Noch mehr Lautsprecher. Tintenkanone. Modem. So kommt man. Ja, okay. Ah. Buchstaben ohne Ende. Das sind ja ganze Romane. Das Ding dröhnt ziemlich laut. Ja, das ist der nicht so leise Sprecher. Noch viel größer. Damit druckt also der HP Deskjet. Schießt da Laserstrahlen durch die Gegend. Setzer. Gucken uns den Setzer mal an. Sieht aus wie der freundliche Handwerker von nebenan. Guten Tag. Ah, der User Jeff, wenn ich mich nicht irre. Stimmt, ich bin Jeff. Und wer sind Sie? Sie irren sich nicht. Wo bin ich? Woher kennen Sie meinen Namen? Wahrscheinlich, weil er den schon ein paar Mal gedruckt hat. Und wer sind Sie? Ich bin der Setzer. Du darfst mich Setzer nennen. Vielleicht willst du dich ja auch setzen. Alles klar, aber wo bin ich hier? Okay, was machen Sie hier so? So, genug geredet. Tschüss, bis später. Wo bin ich hier? Ja, im Deskjet. Ja, das hier ist der Hewlett-Packet-Drucker. Willkommen. Tolle Sache, wie funktioniert dieser Drucker? Danke, und wer sind Sie? Ja, wie funktioniert denn der Drucker? Das würde mich mal jetzt echt interessieren. Simpel, der Prozessorgeneral gibt mir den Auftrag, etwas auszudrucken.
Ich setze, deshalb heiße ich wohl auch Setzer, das Gewünschte dann in diese Tintenkanone hier. Wie geht das? Ich suche mir aus den Grafikteilen und den Buchstaben hier im Raum in Windeseile das richtige Material zusammen und los geht's. Und dann? Die Kanone kann nur ich betätigen, mit ihr geht's aufwärts und ins Reich der User. Gute Erklärung, wer genau sind Sie eigentlich? Apropos aufwärts, nachher können Sie uns hier auch ausdrucken. Die neuen Infos muss ich erstmal verdauen, bis später. Wer sind Sie eigentlich? Das ist doch der Setzer, das wissen wir doch schon. Ja, das kennen wir. Gibt's da nochmal was Neues? Nee, der stellt die Materialien zusammen. Können Sie uns ausdrucken? Das machen wir mal. Wenn wir aus dem Computer wieder raus wollen, dann können Sie uns ausdrucken, oder? Nun ja, könnte ich wohl. Normalerweise kein Problem. Normalerweise? Was wollen Sie damit andeuten? Dass ich euch im Moment eben nicht ausdrucken kann. War es unmöglich? Wir finden schon einen Weg raus. Was? Wir wollen einen Weg rausfinden? Einen Moment bitte. Ja, was gibt's denn noch? Ich habe da leider einen etwas unangenehmen Auftrag in Bezug auf euch beide. Oh, und? Dass der General, also er hat eine große Bitte an euch. Eine Bitte? Ich fürchte, es ist eher ein Befehl. Der kann uns doch nichts befehlen. Aber er kann euch die Ausreise aus dem Computer verweigern. Was? Tja, ich sage es nur ungern, aber der General wird euch nicht rauslassen, ehe ihr nicht einen Auftrag für ihn erledigt habt. Das ist Erpressung. Wie war? Ich protestiere. Das ändert leider nichts. Krrr, was sollen wir denn für ihn erledigen? Wie wär's, wenn du ihn das selber fragst? Es ist ihm zwar peinlich, den Auftrag zu erklären, aber da muss er wohl durch. Allerdings. Na, ich wünsche euch jedenfalls mal alles Gute. Danke, Setzer. Super, vielen Dank. The Longing? Was soll das sein? Sagt mir gerade nichts. Mehr können wir hier gerade auch nichts machen. The Longing. Ja, ich komme hier gerade nicht aus dem Fenster raus, deswegen kann ich nicht auf den Link drücken. Seht ihr, die Maus ist gefangen. Ich komme hier nicht raus. Dauert 400... Das ist ja schrecklich. Wieso sollte man das spielen wollen? Oder besser gesagt, nicht spielen wollen, sondern einfach nebenher laufen lassen. Auf geht's zum Modem.